Hallo und willkommen hier wieder zurück bei LS13 mit der netten Community, mit dem AdCrafter. Hallo, hallo. Der Modline 28. Juhu. Den Our Phil. Oh, servus. Und Shira. Hallo. Und Zogi genau. Da. Und jetzt schmeckt's mal besser. Genau, so muss ich halt das. Ja, ja, ihr macht das schon irgendwie. Ja. Bin jeder klar. Ich hab natürlich jetzt hier den ultimativen Schlepper. Ich fahr 6,5 km/h. Und ich will verarschen, Alter. Mit dem kleinen Geotech bin ich ein Jahr dran hier. Bei dem Ding kannst du nichts mehr anschalten. Ne, nur senken und nur Gas geben. Gibst du Gas? Boah, ich nehme mir gleich den. Ne, das geht nicht. 6,5, ich muss mir den Deutz holen. Ich muss also noch ein Stück nach links. Oder den Deutz gerade. Ne, ich fahr. Es ist Seen und Kuban geht nur mit anständigen, weil. Also mit dem Geotrack geht nicht. Bei 6,5 km/h. So geht das nicht. Und so geht er. Mit dem Ding komm ich nicht weiter. Und sie ist fix. So nicht. Toni, na? Oida, Bam, Oida. Boah, der hat aber auch eine krasse Lenkung. Was ist denn hier los, ey? Voll das krasse Teil, ne? Das ist voll das kleine Mistvieh. So ein kleiner Schlawiner hier. Handbremse, raus. Jetzt ruckelt's natürlich hier beim Laufen, gell? Ja, ja, aber es ist standardmäßig. Hier. So, letzte Folge haben wir gesungen und heute... Futz mal. Da hab ich vorne Öl und hinten ein Gewicht dranhängen. Auch super geil. Was vorne Öl? Achso, du nimmst hier mit dem Frontlader. Da. Der ist aber. Öl. Ja, welchen soll ich denn sonst nehmen? Wir haben sonst keinen übrig. In gelben? Oder? Da sollte ein über sein, oder? Steht ja nicht noch am Spawn der gelbe. Am Spawn? Spawn. Ich mach mal Slash Spawn. Guck ich mal nach. Ich mach auch Slash Warp 14. Warte mal, ich guck mich mal hier hin und her. Das wäre aber nochmal ein kleiner Mulifahrt. Er teleportiert sich gerade. Du weißt doch, was. Ja, ja, aber der gibt's doch, nicht. Lift? Okay. Ja, fährt Schiere mit denen, oder was? Was hast du denn Schiere für einen? In gelben. Wer hat denn? Sag was. Ja, wir suchen den gelben, er sagt nix. Er ist einfach, er ist kein Still. Ja, er fährt gemütlich weiter. Ach, du Kacke. Hallo. Was? Der stellt die Ölpalette nicht ab. Mit Q? Du musst Geräte wechseln. Mit G Gerät wechseln, damit du auf dem Schlepper bist. Und dann. Oder vorne auf Frontlader und G drücken. Auf Frontlader komme ich gar nicht drauf. Ja, dann musst du auf den Schlepper. Das ist ein Bug. Fehler. Ich bin auf dem Schlepper und kann. Q bringt nichts. Ja, dann nochmal auf nochmal G drücken und dann wieder Q. Muss der Baum mal durchtippen bis richtig. Ah, jetzt. Ich muss auf mein Heckgewicht und... Ja, es ist ein bisschen buggy da bei denen, habe ich auch schon gemerkt. Dem fahre ich wahrscheinlich auch nicht schneller. Glaube ich nicht, ne. Genau, so eine kleine Nuckelpinne. Aber du bist das ja gewohnt. Hm, das kann ich das ich Fassgewicht auch nicht anhängen? Doch noch, aber nicht am Frontlader, sondern vorne. Du musst halt den Frontlader hochheben und... anhängen. Und laden. Laden in die Höhe. Oh. Ja, das Ding fährt jetzt schon nur scheiße. Oh Gott. Ich bin gerade voll am Konzentrieren hier vernünftig mit dem Ding zu fahren. Das ist kacke, Schira. Was? Vorne der riesen Anhänger und hinten der kleine Drehschirm dran. Die Müll fährt immer mit Rohr ausgefahren, eh klar. Ja, ich warte, bis jemand kommt und... Also bei dem Deutz und bei dem Geodrack musst du echt erstmal klarkommen drauf, wie die lenken so krass. Ja, okay, bei Deutz, wenn du einen Frontlader oben hast, dann hast du einen höheren Kipppunkt, das muss dir auch bekannt sein. Da kippst du mal schneller rum. 6,5 km/h, 6,8, wow. Ist schon etwas besser. 0,3 km/h verbessert.
Hier kann ich keinen Topf vom Deckel ziehen mit. Zum Glück habe ich. Vom Topf. Zum Glück haben wir nicht getauscht. Ja, wer wollte denn eben, dass ich meinen Schlüter abgebe? für irgendwas. Ja, für Gruber, weil Gruber geht überhaupt nicht. Wir brauchen unbedingt bessere Schlepper. Alter, 6,8 km. Ich geh mal kurz aufs Klo, kacken gleich. Wenn ich hier eine Linie gefahren bin, ey, kann ich nebenbei schön gemütlich trinken und. Ja, ich geh jetzt mal noch schnell Nylot helfen und dann sind wir mit dem Pferd eh schnell fertig. Dann wird dein Schlüter fertig. Ja, nicht. Ja, das geht ja noch hier. Dann wird dein Schlüter frei. Wie willst du Nylot mit dem. Wie willst du ihm helfen? Große Nachfrage. Nachfrage, Schlache für Huhn. Jungs, die Hühner. Hä, wieso ein Hühnerschlag? Wir haben gar keine Hühner. Ja, eh nicht. Nee, deswegen können wir auch nichts hinbringen. Okay. Joe. Der hat eben noch Rückspiegel. Ach nee, das war ja der andere. Kleine Arsch. Irgendwer tut hier die ganze Zeit Geräte wechseln. Ich hab das eben gemacht, um zu testen, ob noch ein gelber. Bist du eben so an mir vorbeigeflogen mit deinen Namen? Ja, das hab ich auch öfter. Das ist das also. Ich dachte schon, das wäre bei mir nur so ein Grafikbug. Deswegen hab ich jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Nee, das ist auf einmal ist so ein grüner Streifen nämlich in der Mitte des Bildes, der an mir vorbeifliegt. Ja, das ist mit meinem. Also, ich kann so im Mund noch lesen, was da vorbeischießt. Ach. Ja, ich auch. Mysteriös. Alter Schwede. Und Phil, geht's voran? Also, der Deutsch und den Geotrick, den kannst du auch gerne in die Tonne kloppen. Also, zumindest mit so einer großen Sämaschine. Ja, okay, am Anfang hatten wir ja nicht so große. Ja, Hauptsache große Sämaschine, aber die Schlepper können nicht mal ziehen. Ja, geht auch nicht. So ist doch richtig, oder? Total. Aber ihr seid beide am Krubbeln, ne? Das ist ja auch super. Ja, dann kriegst du danach gleich den Flüter von mir. Jojo. Na, da kann auch das andere Feld machen gehen. Guck mal, wie schnell ihr jetzt muss ich weiter nach rechts. Ich fahr knapp mit 12, 11,9. Ich war 6,5. Na, siehst du, ist eh gut. Die Hälfte von mir. Ja. Und jetzt noch die doppelte. Ich guck mir den mal von außen ein bisschen an, weil ich muss eh nicht auf die Strecke achten, weil ich fahr eh die ganze Zeit gleich. Wenn du jetzt noch die doppelte Breite hättest, wär's gleich schnell. Aber sieht schon eigentlich ganz cool aus, die Maschine hier so. So, einmal fahr ich noch rauf und runter und dann kriegst du ihn. Oh, jetzt muss ich ein bisschen lenken. Oh, wir sehen, wo etwas Shira angestellt hat. Ich hab Shift Meat gekubert. Jetzt mache ich erstmal eine gerade Linie, um dann die alte wieder schnell auszubessern. Dann die Schiebe wieder gerade zu machen. Ja, der hat alles stehen lassen da. Das ist so wieder schief zu machen und. Das hier hatte ich stehen lassen und die mache ich jetzt halt gerade. Immer wenn ich immer wieder ausweiche, da flog gerade ein Name mir vorbei, wenn ich immer wieder nämlich ausweiche, dann wird es ja nie gerade. Muss nicht gerade werden, wie tief das alles gegrubbelt ist. Ja, mach das ich das. Das ist so lustig. Voll lustig, ey, Mann. Ui. Das. Boah, ich bin gerade 5 km/h gefahren. Ich bin gerade 5 km/h gefahren. Verstehst du? Resi Ulti mit dem Traktor. Resi, der Traktor, der macht nicht mehr mal schlapp. Wir gehen am Wochenende auf eine Agrarmesse. Da gibt's einen Wettbewerb, der heißt auch so. Da müssen Bärchen zusammen mit so einem Traktor eine Challenge fahren. Okay. Ich bin ja noch mit der Monika dabei. Gleich mal mit Müll fahren gehen. Warum nehmt ihr mich da nicht mit? Kannst ja kommen, Tank. Ja. Hä? Mein Trecker bremst gar nicht mehr, Alter. So, also hab ich jetzt einen Trecker? Ja, kommst du zum Spawn? Jetzt zum Spawn, ja. Mach mal Warp Spawn, bitte. Gut. Warte, ich steh doch hier. Hol den hier geht grad, nicht. Nein, ich kann mit deinem Schlepper den Gruber nicht fahren. Ach, den Gruber kannst du denn nehmen? Den muss ich hinfahren. Zuerst zum Spawn. Wo kommt die scheiß Kiste hier hin? Naja, fahrt ihr mal zum Spawn. Was ist denn das für eine Kiste, die hier steht? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die kann man mal. Da müssen wir mal hingehen und mal die irgendwie aufnehmen kann. Die ist auf einmal hier gestanden. Ich fahr so auf einmal. Pop, was ist da? Warte, ich muss auch mal zum Spawn. Ich frag mich nur, was die Traktoren für Warp haben. Ob das schon Warp 9 ist? Ja, eigentlich schon. Ob das schon was ist? Was hast du gesagt hier? Warp 9. Ob das Warp 9 ist, was die Traktoren schon haben.
wenn ihr da zum Spawn wollt. Ja. Ey, geh, du weißt schon. Schuhe abputzen, ne? Der ist richtig sauer. Ab, guck dir mal an, wie dreckig das Ding ist. Guck mal, ich glaube, den kann man waschen, gell? Ich glaube auch. Da muss der Waschpass sein. Der Brumme hier, endlich mal wieder. Geht mir fast einer ab. Oh, geil. Aber nur fast, oder? Ja, fast. Reicht ja. Das ist ja wie gar nicht. Ich geh mal die Kiste begutachten. Linie. Jetzt. Mein Schätzchen, jetzt geht's los. Selber. Wo ist jetzt die Kiste? Ja, da ist sie. Hallo, Kiste. F1. Hallo, jemand zu Hause? Nee, gibt's nichts, Kiste. Kiste da seine? Schlechte Kiste? Ja, was denn das? Achso, Schafe. Können wir Schafe zulegen? Wolle. Hier gibt's Wolle. Und jetzt gibt's hier Drehzahlen. Ja, Mann. So gut. Baby, doppelt so schnell fahre ich, ey. 15,1. Oh, Alter, was fahre ich denn für ein Blödsinn? Fast Warp 3. Mit Warp 3 Geschwindigkeit. Mach 3, ja. So, den Sandwichen machen wir da auch nochmal weg. Naja, Shira fährt nur rum und tut nur Dank verbrauchen. Nee, ich bin hier rumgefahren. Was gibt's denn hier noch zu tun jetzt momentan? Keine Ahnung, ich bin gerade am... So, ich bin fertig mit dem Grubern. Mein Headset hat sich gerade ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, obwohl ich es angesteckt habe. Im Wachstum. Erntereihe 15, bei 15 ist Müll dran, gell? Ah ja, du und dein Headset, ey. Ja, das ist eine lange, lange Geschichte. Kennen wir doch nicht anders. Oh, scheiße. Nein, das ist nicht scheiße. Wir haben zu unsere Differenzen... Die Verträge sind nicht so richtig, ne? Verträgen. Ne, die vertragen sich auf keinen Fall mit und hätte das bräuchte so ein... Keine Ahnung. Ja, eigentlich wäre denn für die gut. Aber die BGA, die gehört ja schon uns. Ne. Gar nichts. BGA, das gehört gar nichts uns. Ja, aber was ist denn das hier? Möglichkeiten immer verdichten, ja, doch klar. Da, da kann man eine BGA kaufen, ja. Ups, da geht's nicht raus. Ich kann keine Schilder lesen, wobei ich schon 3 Stück da stehen. Und dann spult die Mundharmonika. Da 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 da. Ich hab hier überall so Riesen drin, ey. Ich bin aufpassen hier. Was Riesen? Ja, so, wo nix, wo ich halt nicht sehe. Ah. Bist du blind? Soll ich dir ein paar Augen schenken? Ja, schenk mir deine Augen, Baby. Mit denen siehst du aber auch nichts. Ja, gut. Sind ja die Kontaktlinsen dazu schenken. Ich bin jetzt fertig mit dem Grubern, was soll ich denn jetzt machen? Keine Ahnung, vielleicht so wie ich ein bisschen in den Kreis fahren oder so. Bis ich umkippe? Deine Augen passen gut zu mir, da bitte. Warte jetzt hinterher, los, gib Action. Ja, warte, ich tu da mal umhängen. Können wir hier eigentlich privat irgendwo auch tanken, bei uns hier auf dem Gelände? Noch nicht. Nee, war. Ja, okay. Aber wir können warten, wir werden gleich was machen. Wir werden so was machen. Ups. Wir haben noch 6 Minuten 30 Sekunden ungefähr. Aber bei mir sind es 5 Minuten. Cool. Ungefähr, ich dachte, du hast eine Uhr gestellt. Ja, ihr habt eure Uhren, gehen aber ganz schön weit auseinander. Fahr mal. Weil ich drück erst, weil ich meine Anmoderation mache. Nimm mal da einen Hänger mit. Ein Anhänger? Ja. Welchen? Das ist ein Moderator. Egal. Nimmst du auch einen? Ich nehme auch mal mit, so zum Spaß. Geh mal runterfahren. Okay. Nee, geht hier kein Dank verbrauchen. Wir können uns leisten, Müll. Nee, ihr könnt euch's nicht leisten. Ich fahr einen Lindner, Mann. Der verbraucht nicht viel. Fahr den Schlüter oder was Geo, das hier ist? Geo-Affe da. Hey, sag nichts gegen Geo, oder? Also cool schon kommt. Ein Kleinkreis hier machen. Eigentlich könnte einer düngen. Eigentlich. Deswegen fahren wir gerade ich und Nala den Ausflug, wir gehen Düngermittel holen. Irgendwer hat noch einen Grubern? Nee, schon fertig. Robert gehört auch. Ja, wir gehen Düngermittel holen. Ja, macht mal was, ey. Na, rumstehen, Shira steht auch nur rum. Ja, boah, siehst du. Rucksack, ey, ja. Erst meckerst du rum, dass ich rumfahre und jetzt meckerst du rum, dass ich rumstehe. Was denn? Rasenfahren finde ich fast aus der Innensicht aber angenehm. Ja, so fahren ohne Gerät hinten dran geht's ja natürlich einfach.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wohin wir müssen. Warten, kurz bremsen. Wow! Der schiebt, der schiebt! Oh. Der zieht, der schiebt, der drückt. Oh Mann, die machen ich wieder blöd. Ich steh quer. So, oh, I. Mensch, Junge, okay, da müssen wir hin. Das wird so ein Ei. So ein richtig großes. Mit Eier. Oh, den Passanten würde ich brauchen. Oh, er schon wieder, ey. Kurz mal hupen da. Hast du die Lady gesehen? Hast du die Lady gesehen? Ja, Mann, hier. Oh, Fahrzeug gewechselt. Ich hasse das. Wir machen schon wieder Frauen an in der Stadt, das geht schon wieder mal gar nicht. Hey, das war mein Nachbarin, ich hab sie nur nicht gekriegt. Ich auch gerne bei, aber nee, ich muss hier blöd mal auf dem Feld hier. Gruppen, nee, sehen. Da hinten ist auch eine, schau. Piep, piep. Ey. Da auch eine, ey, die irgendwie sind da. Nur so viele. Ich hab Angst, meistens sitzt ich beim Hüten rum. Oh, das sind so viele. 30er zu Ende, jetzt gib mal Gas über den Hügel. Hopp, hopp, runter da. Ja, aber nicht mit Vollgas. Ja, klar doch, 50, dann da bin ich gestern fast aus der Kurve geflogen. 60. Wenn ich irgendwo feststecke, ich wüsste schon mal raus. Immer gerne, was dieses T123 heißt. Ja, ich hab's auch. 60 km/h. Nein. 60? Wow. 60 Klick. Ja, Mann, 60. Fast umgeflogen. Naja, was ihr schon wieder für Orgien feiert. Wo lang bist du am Warp gebogen oder folgst du nach der Straße? Nee, immer der Straße entlang. So, Warp abgebogen? Und jetzt. Das ist aber ganz schön großes Feld, ey. Meine Güte. Ey, hier war ich glaube gestern schon mal. Ja, abladen. So, Blink einschalten, nicht vergessen. Geht denn das? Geht das? Wie läuft das eigentlich, wenn wir dann mal 10 Felder haben oder so? Da wissen wir überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen mit der Arbeit. Dann haben wir einfach mehr Leute. Jetzt habe ich eine Abblickanlage angemacht. Ah, so ist richtig. Woher willst du das denn wissen? Hä? Wo? Oh, wer ist das? Was? Kann die Zukunft voraus. Hier reinfahren. Ja. Ich schau grad wegen dem Blinkern drauf. Achso, ja. Das ist. Ach, der gehört auch, sobald man einlenkt. Was war denn das jetzt? Mega leck. Oh, Drake wollte ich gar nicht. Und dann einfach hier mir hinter mir da bei Kunstdinger mal durchfahren. Und dann, hinter dir oder an der mal. Anderen Ecke? Nee, gleich da, warte, ich drück auch mal kurz her. So, jetzt kannst du auch noch ein bisschen mitmachen. Was natürlich immer noch steht. Schön hier Videos gucken und Kommentare loslassen, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder irgendwas, worüber Belan beginnen. Uns und schön mal unterhalten wie viel? Können. 100? Ja, nicht vergessen, liken. Mach voll. Okay, mach ich. Was, Earl? Ja, Earl. Noch ist die Folge nicht vorbei, Müll. Er hat gesagt, er guckt sich alle Folgen an. Minuten. Oh ja, ist voll. Und der vergisst, der will immer liken und der vergisst aber du bist gar nicht immer. Voll, wa? Nee, ich bin nicht voll. Und jetzt. Oh. Ups. Der Hänger hat geschoben, ey. Das ist voll arg mit diesem Realistik-Mod. Jetzt musst du unten bleiben. Ich muss hochfahren. Dann hast vorne eine Ampel und wenn die. Dann musst du stehen bleiben. Und solange die rot ist, musst du stehen bleiben. Und stehen bleiben, solange die rot ist, musst du stehen. Und da muss ich jetzt auch gleich durch, oder wie? Genau, und wenn er steht, mit der Fahrzeug. Grün. Ja. Was ist das? Wo seid ihr da gerade? Eine Waage. Damit man weiß, wie viel man rausgeholt hat. Alter. Jura läuft schön durchs Feld. Rennt alles platt. Halten hier, was? Ach, ganz oben, Feld 4, 3, da oben. Genau, auffahren. Ist das gleich ein Platten? Nee, doch nicht. Das gleich ein Platten. So, stopp, stehen bleiben. Gibt's das auch? Ist jetzt rot bis oben, dann steht das da runter. Messung ist in Gange. Fahrzeug wird abgezogen. Und rechts siehst du das Gewicht. Fahrzeug von der Waage fahren. Genau. Fahrzeug wird abgezogen. Also ich würde wird eingezogen. Fahrzeug wird aus dem Verkehr genommen. Ja, genau. Jetzt fahr. Boah, jetzt blinkt bei mir schon wieder Öl. Ich muss jetzt. Shira, du kannst mir mal Öl bringen, bei mir blinkt Öl. Ups. Oh, boah. Bin ich der Schlüter oder wer ist der Schlüter? Hey, ich bin der Schlüter. Oh, Alter, geile Scheiße. Den hast du gut versenkt. So, jetzt hab ich mal auf dem Feld angehalten. Warte muss mal gucken. Komm mal, nee, komm mal raus. Mal gucken, warum überhaupt. Komm mal, komm hier hin. Nur das deswegen. Gewicht. Nee. Wo ist hier? Ah. Der Leitstempel, wie nennt man die? Doch noch hinstellen. Nur deswegen. Also ich hab Warnblinkanlage an, dass ich wusste, dass ein Unfall passieren wird. Ja, aber so stark sind die aber auch nicht, gell? Oh Mann, ihr macht nur Blödsinn. Die Straßenpfosten. Ja, bei uns ist das Lustiges. Wir machen alles kaputt, Mann. Alles. Ja. Das war hier aber geordnet. Ich bin da gegen so einen Straßenstempel gefahren, zu einem Pfosten, da hat eine ganze Schlepper hat's in die Luft gebracht. Den hast du nach vorne so umgekehrt. Ich weiß schon, dass wir dafür Schaden bekommen. Ja, was kann ich dafür?
Scheiß drauf. Wenn ihr so ein Blödsinn rumfährt. Ey, das ist ein Plastik. Mein Handy. Das ist nicht realistisch. Doch. Bitte alle in die Kommentare. Ja. Adkräfte fahr richtig. Ich kann das nicht. Bitte unter und nicht jedes bei mir Video. Disliken. Ich kann nichts dafür. Ich kann auch nichts dafür. Die sind aus Plastik, Alter. Die kannst mit dem Schlepper ganz normal zusammenfahren. Ist kein Problem. Wenn er neben mir sitzen würde, würde ich ihn jetzt eine reinhauen. Kräftig, ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt nur noch zurück. Stehst du auf der 13 oder wo stehst du? Ja. Oh, jetzt geht's natürlich bergauf. Machen wir mal unser Lager an, Freundchen. Ja, wir sind hier ein bisschen. Aber, wir werden den Blödsinn hier jetzt unterbinden. Genau, ich auch schon. Nee, wir fahren noch zurück, das schaffen wir denn noch. Denn die Folge ist vorbei. Das wollte ich nämlich eigentlich gar nicht sagen. Das ist gespannt. Aber das schaffen wir noch. Die Zeit ist wieder um. Was ist Uin? Was denn, jetzt seid ihr schon mal sicher. Bitte alle mal eine Runde verabschieden. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ich guck hier mal mit 11 km/h berg hoch. Ja, ich auch, 11,2. Ich warte auf Öl. Okay, warten wir mal. Ciao. In der nächsten Folge. Ciao.